Das Gefühl, so einen Pokal nach Hahn zu holen? Das Gefühl ist unbeschreiblich. Vor allen Dingen, wenn man so einen Moment, so wie er sich heute darstellt, der einige Zeit der Vorbereitung in Anspruch genommen hat, so schnell nicht mehr erleben. Und das Gefühl ist umwerfend, einmalig. Und wir sind sehr froh, dass der Pokal in Hahn ist. Wie ist heute das grobe Programm? Das heißt, in ein, zwei Sätzen, was ist so das Highlight für dich jetzt heute selber? Ja gut, der Tag hat angefangen um 0 Uhr mit reichlich wenig Schlaf, viel vorbereitenden Gedanken und wir haben uns heute Morgen dann relativ früh getroffen, um letztendlich auch die einzelnen Details noch abzusprechen. Das Highlight ist für mich natürlich auch das eigene Interesse, den WM-Pokal zu sehen und sich mit ihm fotografieren zu lassen. Und natürlich die einzelnen Highlights, die wir hier noch bieten, sei es den Luftballon-Wettbewerb, also im Endeffekt ist das ja Platz mitzugestalten. Wir sind durch den DFB auf diese Kampagne der Ehrenrunde aufmerksam gemacht worden, haben, glaube ich, gefühlte 17,5 Sekunden überlegt, ob wir daran teilnehmen wollen, haben ja gesagt, wie man uns kennt und wir machen alle Dinge nur, wenn wir sie gut machen. Haben uns dann reichlich Mühe gegeben bei der Präsentation, weil laufende Bilder einfach wesentlich attraktiver sind wie gesprochene Worte. Und bekamen dann an dem Tag, wo wir genau wussten, dass die Gewinner verkündet werden, einen Anruf aus Frankfurt, weil allein schon die Telefonnummer im Display erschien, 069, ja, war die Spannung sehr groß und dann gab es die Gedanken, uns wird mit Sicherheit niemand anrufen, um zu sagen, ihr seid nicht dabei. Aber dann trotzdem gespannt haben, den Hörer ab und dann wurde uns verkündet, ja, ihr seid einer von 63 Vereinen. Wie viele Leute sind heute wirklich für euch da? Für uns? Ja, also heute das ganze Dorf. Das ganze Dorf ist für uns da. Und jeder auf seine Art und Weise, ob der eine nun einen Kuchen backt oder letztendlich sich heute Morgen um 7.30 Uhr hat blicken lassen oder immer wieder nur gefragt hat, kann ich irgendwie helfen? Und es sind zahlreiche Menschen, die kaum in einer Zahl zu greifen sind, für uns unterwegs gewesen. Und wenn es dann im Endeffekt auch noch dann funktioniert, dass jemand an uns denkt, man muss ganz klar und ehrlich auch sagen, wir haben derzeit dann nicht nur Sommer, sondern auch Ferienzeit, aber auch aus den fernen Ländern. Wir haben Unterstützung bekommen und sei es nur dann ermutigender Art, ihr macht das schon und wie auch immer. Ganz tolle Geschichte. Der Pokal zum Greif von Hahn, nur einen Augenblick durfte ich in der Nähe sein. Trotzdem ein irres Gefühl mit ganz viel Gänsehaut und deswegen habe ich mich bewusst vor die Wand der WM von 1954 gestellt. Denn damit begann ja alles und ja, letztes Jahr haben wir dann den vierten Titel klar gemacht. Und diesen Pokal, auch wenn es nur die Replik ist, einfach mal so nahe zu sein, war schon irre. Ich denke, ihr habt die Bilder gesehen, wie selbst die Presse sich davor getümmelt hat. Und ist schon ein ergreifender Moment, einfach mal vor diesem WM-Pokal zu stehen. Der übrigens direkt schon in der Kabine beim WM-Finale ausgetauscht wurde. Das heißt, Siegerehrung hochgehalten und weg den Pokal. Und dann gab es halt die Replik. Irre, absolut irre. Gut gemacht. Sponsor vom FC in der Hahn, Einladung bekommen und wie genau. War das Gefühl, den Pokal zu sehen? Ja, phänomenal. Ja. Also ganz tolles Gefühl, direkt so nah neben dem Originalpokal zu stehen. Ja. Kann man sich da noch erinnern, wo man das Finale letztes Jahr geguckt hat? Ja, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Ja, wir waren in Spanien im Urlaub und haben da mit Familie das Endspiel dann auch geguckt. Ja. Und auch mitgefiebert. Super. Ich bin eingeladen worden von einem meiner Mündel, ein Flüchtling, der aus Guinea kommt und der das ganz toll fand, hier mit hinzugehen und da den deutschen Weltmeistertitel zu feiern. Und ja, die Geschichte ist irgendwie ziemlich skurril, weil es wird ein bisschen wie religiöse Verehrung hier aufgefahren, diese ganze Sache. Der junge Mann identifiziert sich inzwischen schon sehr damit, hier in Deutschland neue Heimat gefunden zu haben und hat es total klasse gefunden, hier mit den vierten Stern zu feiern. Ich bin Fußballfan und habe auch
auch wahnsinnig mitgefiebert, aber den Pokal selber, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht auf dem Foto. Also hat es sich gelohnt, dass Sie überredet wurden, mitzugehen? Genau. Also als Gemeinschaftsaktion ist es ganz in Ordnung, aber ansonsten finde ich diesen, also gerade auch hinter dem, vor dem Hintergrund, dass diese ganze FIFA-Debatte ja gerade geführt wird und dass man jetzt hier so durch die Lande zieht und den Pokal feiert, kann man ja auch ein bisschen kritisch sehen.